Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar resports. Ich weiß, es ist ein Wii-Spiel. Ich wollte euch mal hier bei Resports Resort alle Modi sozusagen. Hier zum Beispiel jetzt Luftsport, Radfahren und so, alle von hier so durchmachen. Ja. Das wollte ich machen. Wir fangen mit Luftsport an. Dann gehe ich das hier raus. Dann mache ich das hier. Einmal Fallschirm. Einmal einen Grundflug. Ja, Luftkampf geht leider nicht. Das werde ich dann wahrscheinlich. Das werde ich euch dann wahrscheinlich im Dings erklären. Im Video. Ja. Gut. Ah, nee, doch nicht. So. Ja, dann der Fallschirm. Neben einem anderen. Und zwar jetzt TV. Ja, die nehmen wir. So. Digga! Lass das! Mann, das war mein Bruder! Oh, hat der mich erschrocken, ey! Hier, also, ihr seht schon die Fernbedienung da um mein Mii rum. Oh, hat der mich erschrocken, ey! Kann man das so machen? Voll heftig. Aber auch so. Ja, ja. So kann man auch machen. Man muss sich dann Partner holen, also hier so, da, dann so ein Foto machen. Da. Perfekt. Da hätte ich mich. Ah ja. Ich würde euch ja noch was zu etwas sagen, was zu zweit leider nur geht. Da kann man gegeneinander kämpfen mit so einem Flugzeug. Oh. Alter. Junge. Man muss die sammeln, so geht das. Man muss in diese Kreise da, diesen Menschen, diesen Mies sozusagen hier rein. Damit mit denen, die ich jetzt gerade so sammelt, mit denen kann man dann ein Foto machen. Machen wir damit. Das ist aber leicht hier. Yeah. Ja, schön. Toll. Ergebnisse. 42 Punkte, immerhin. Naja. Beenden. Jetzt werden wir mal einen Rundflug machen. Luftsport-Rundflug. So. Ja, nee, ich nehme Nils. Der ganz normale Nils. So. Also ich werde Flug am Tag, Flug am Abend und dann noch zusätzlich Flug bei Nacht machen. Ich mache erstmal Flug am Tag und dann bis Nacht, ja. Die kann man auch auf Minus an das Flugzeug wechseln. Das ist jetzt einer. Also da kann man nur alleine drauf fliegen. Und wenn man wieder auf Minus drückt, das müssen wir freischalten, dann
ist das Flugzeug größer und hinten fliegt ein anderer mit. Ich glaube, das ist von Fabian oder so. Also, man bewegt die Fernbedienung, da, so kann man dann auch damit halt, lenken halt so. Wow, man kann auch sowas machen, wenn man ganz schnell dreht. Man kann auch sowas machen, das geht auch. Ja, was noch? Ah, man kann, wenn man die Fernbedienung ein bisschen nach vorne hält, oder vorne drückt, ja, wenn man die nach hinten, dann ist es so schneller, das Flugzeug, wenn man es nach hinten drückt. Ja, wartet. So, dann wird es total langsam. Und, ja, ein Yoga-Platz, da bin ich gerade vorbeigefahren. Und hier kann man Ballons kaputt machen. Da oben steht auch Ballons und Dinger hier. Man kann auch auf dem Wasser landen, falls es euch nicht aufgefallen ist. Man kann auch so machen und zeige ich euch. Ja, das. Weil man zu doll gegen irgendwas fliegt, oder halt eigentlich nur zu doll gegen Wasser fliegt, dann wird man so gut gesprengt und jetzt kaputt hier das Flugzeug und hier halt auch, wenn man unvorsichtig ist. Und wenn man auf B drückt, gedrückt hält, dann lässt der so los. Also, ich zeige es jetzt mal. Ich fliege ein bisschen hoch. So. Man hört das von. Ich mache mal einen Sturzflug jetzt. Und noch was, man kann auch auf A schießen. Das ist richtig geil. Auf A. Ich mache jetzt mal einen Sturz. Ah, das wird euch auch noch zeigen. Da oben. Diese Riesenball. Da sind eine Menge Ballons drinne. Ja, und die können wir halt alle kaputt machen. Yeah. So, da. So. Wir müssen jetzt auch nicht alle kaputt machen. Jetzt ist noch ein Heißluftballon. Will ich euch noch irgendwas zeigen? Ich glaube nicht. Ich glaube schon, aber ich weiß nicht, wo was. Ach ja, ich wollte euch noch was zeigen. Ja, das kann passieren. Ja, wollte ich noch was zeigen? Ja, hier, guck mal, die Linie, die ich hier ziehe, hinten am Flugzeugbahn, die ist hier wieder zu erkennen. Also hier seht ihr die, wo ich gerade lang fliege. Die ist, kann man die nicht so gut erkennen. Und man kann auch hier oben auf dem Vulkan drauf. Am Wasser kann man, glaube ich, Kanu fahren. Richtig cool. Also alle Spiele sind auf dieser Insel hier drauf. Das ist so eher die Hauptinsel. Es gibt auch fast alle diese Inseln. Okay, hier kann man auch drauf landen. Das wusste ich schon. Hier kann man auch ins Wasser schießen. Das ist eine so eine kleine Burg. Und ich wollte euch noch was so Geiles zeigen. Super Mario Musik, richtig geil. Da zuckt eine Super Mario. Warum ist das? Da, freuen sich sogar noch, weil ich das kaputt mache. Super Mario Musik. Jetzt, oder? Habt ihr gehört? Habt ihr das gehört? Hat man jetzt nicht gehört? Aber so jetzt. Da. What? Hat ihr das gehört? Das ist richtig cool. Jetzt werde ich mal in den Vulkan reinfliegen. Da werde ich vielleicht drinnen sterben. Da ist Lava drin, aber der Vulkan bricht zum Glück nicht aus. Das wär doch eine coole Idee, wenn der Vulkan ausbricht, die ganze Insel kaputt wäre und dann müsste man alles von vorne spielen. Das wäre auch eine dumme Idee. Oder? Oh,
die auch angesiedelt. Und auf 1 kann man sowas mitnehmen. Eine kleine Rakete schicken oder auf 2. Hier ist der Vulkan. Okay, lass irgendwas drin. Das zum Beispiel. Voll cool. Jetzt schütze ich nochmal schnell den Abgrund. So. Bam! Weiter. Hier sind diese... Ja, solche Dinger halt. Da kann man... Nach so einem 1, 2, 3, 4, 5, nach so einem 10er Pack hier, was freischalten. Hier zum Beispiel hat man, ja, was ich nicht, was freigeschaltet, aber weiß ich halt nicht. Hier und hier, ja. Ja. Ballonjagd freigeschaltet, früh am Abend, früh danach, Doppelkanone freigeschaltet, nächtliche Beleuchtung aktiviert. Zweitsitzer freigeschaltet und neue Wale Schacht. Das hier weiß ich noch nicht. Das habe ich selbst noch nicht gemacht. Tageszeiten wählen. Jetzt werden wir nochmal Flug am Abend machen. Ja, und dann Flug bei Nacht. So, dann startet man noch hier. So. So, wie sieht das hier halt aus? Ja. Jetzt werde ich mal solche geheimen Wege. Ja, geheim sind die nicht so unbedingt, aber manche wissen das vielleicht nicht. Ah, fast jeder, aber wahrscheinlich. Die meisten jedenfalls. Da gibt solche, diese, zum Beispiel wie so eine Strecke hier, die ich gerade hier lang fliege. Da fahren auch Autos lang. Und die führen manchmal auch ein paar Höhlen rein in Berge. Richtig cool. Gucken, wo das hinführt, dieser Weg. Den bin ich auch noch nicht lang gefahren. Mal gucken. Oder vielleicht doch, aber weiß ich nicht. Kann schön gleiten. Kann schön gleiten. Das ist eine coole Idee. Den habe ich noch nicht eingesammelt. Was? Jetboat. So. Okay. So hoch. Und hier guck mal, richtig geil. Auf diesem Luftschiff hier ist mein Mii-Gesicht drauf. Das kann man auch freischalten. Mit diesen Dingern. Wovon ich nur einen habe. Ah, da ist noch ein Bild. Ich stehe noch richtig hoch. Okay, das war's. Das war's. Abu! Oh, ich wusste jetzt nicht, dass das so nah war. Da haben wir auch schon angesammelt. Cool, ey. Glaubt ihr, ich schaffe es noch aus Wasser drauf? Ja, locker, locker. Respekt. Jetzt mal richtig hoch. Ich versuche mal bis zu der Wolke da oben hinzufliegen. Aber es geht, glaube ich, gar nicht. Nee, geht nicht. Leider nicht. Geiles Spiel, aber richtig geil. Oh. Am Ende, das ist mein Liebling, Schwertmarathon. Und wir sind hier bei den Wolken fast das höchste. Jetzt stürzt.
gehen. Oh, guck mal hier. Die Erde ist so ein bisschen. Guck mal, die Erde ist so ein bisschen rund. Sieht ihr das? Voll cool. Und jetzt. Oh, da sind vor allem Luftdings. Oh nein, das wird nichts. Scheiße. Nein, nein! Wenn man super. Wenn man so wird wie ich jetzt gerade, dann kann es nicht gut gehen. Dann geht es einfach nicht gut. Dann wollen wir Luftballon platzen. Mal gucken, wie viele Luftballons ich kriege zum Platzen. Genau, weil wir so durchfliegen. Geht auch. Und hier ist noch so ein kleines. Ach, ich wollte euch ja diese kleine Höhle zeigen, wo man durchfliegen kann. Muss man aber vorsichtig sein. Das ist nämlich nicht so leicht, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat. Ja, wenn man sich vielleicht vorstellt. Der Kumpel von meinem Bruder, der mich halt so übelst erschreckt hat, der ist glaube ich Kevin oder so, und der hat hier gesagt, das ist ein Geist. Egal. Glaubt ihr, ich schaffe es noch aufs Wasser drauf? Ich glaube schon. Ja. Weiter. Ja. Na schön. Also diese ganzen blauen Punkte, die ihr da seht auf der Karte, da, was ist das denn? So, das sind alles diese gesammelten Dinger, wo ich gerade drauf tippe. Das sind alles die gesammelten, ja, Dinger. Ja. So viele von. Und gerade habe ich noch eins eingesammelt. Jetzt werden wir noch mal bei Luftsport hier im Rundflug in Nacht machen. Ja, Flug bei Nacht, das meinte ich damit. Ja. Da. Wir nehmen mal einen Einzelflieger. Ja. So. Ich will ja auch noch Alter, also. Ja, das ist halt Flug bei Nacht, ne? Ja. So, was ist das? Nee. Schön. Siehst du das eigentlich? Und mein Freund Epic Eden, das sollte ich nicht sagen von ihm, aber sage ich jetzt einfach mal, er fängt heute ein neues Let's Play. Ich weiß aber nicht, was für eins. Hat er mir nicht gesagt. Er hat mir nur gesagt, dass er ein neues Let's Play macht. Ich werde ihn gleich mal anrufen. Also er hat gesagt, dass ich mitmachen könnte, aber ich weiß nicht, was er meint. Also deswegen werde ich ihn nach dem Video hier mal anrufen und euch das beim nächsten Video sagen, ob er das alleine macht oder also was er dann macht. Ob ich mitmache oder nicht, das werde ich euch alles noch sagen. Also ist alles im grünen Bereich. Boah, ihr müsst was richtig machen. Die müsst schon was anderes. Mal gucken, was damit. Oh, mal gucken, weil ja, mal gucken, was dann mit dem Flugzeug passiert. Wow, das. 3 Minuten haben wir noch. Ich fliege mal richtig weit weg, dann werdet ihr sehen, was dann passiert. Richtig weit von den Inseln. Oh. Aber erst wenn ich geht nicht weg. Das ist bedauerlich. Das ist ein Problem. Weil ich so gespannt bin, dass ich nicht mehr schnell wird.
Creepers. Ach ja, hier kann man ja auch noch. Hier ist ein kleiner Höhlengang, richtig cool. Ja. Ich glaube, da fliegt man sogar eine Lava vorbei. Glaube ich. Ne, Wasser kommt. Ja, doch, Wasser. Nee. Ach, was ist. Wie ist das denn hier? Ah, das ist, glaube ich. Ja, diese kleine Ruine hier, dieses. Die so ein Tempel, so gesagt. Also sozusagen so ein kleiner Tempel hier. Und ja. Finde ich ganz eigentlich. Na, scheiße. Warum? Okay, ich mach nochmal. Und wenn man hier die Flugzeuge abschießt die ganze Zeit, dann guck mal, was passiert. Guck mal, was passiert. Aber durchgehend. Vielleicht geht das jetzt. Die müssten sich jetzt eigentlich drehen. Ich bin sogar ein bisschen schneller als der. Wie kann er so gerade fliegen? Ich versuche auch mal so gerade zu fliegen jetzt. Ja, geht ja. Und wenn man übrigens auf einen zu drückt, ich weiß, dann kommt so eine. Nein. Dann kommt so eine Rakete, habe ich euch schon gesagt. Aber, und hier das Feuerwerk. Wenn man zum Beispiel die Flugzeuge da oben, wenn ich das abschließe, dann schießen die das zurück. Das soll so ein Signal sein. Vielleicht wird irgendwo das sicher. Da. Habt ihr es gesehen? Das Orangene. Da. Jetzt nochmal. Vielleicht kommt so das Orangene. Davon. Da, habt ihr gesehen? Richtig cool. Komm mal rein. Oh, richtig nice. Geil. Wow. Alter. Ich werde mal Sturzflug in die Stadt rein machen. So, jetzt. Alter. What? The fuck. Okay, wenn die letzten Sekunden sind, dann lasse ich mich, oh Gott, fallen. Hallo. Yoga-Platz. Ist mir noch egal. Oh, die Strahlen gehen ein bisschen nach links. Seht ihr das? Da, ja. Oh nein. Hat er kein. Egal. Machen wir halt so. Oh, hier gibt es übrigens noch so ein Schiff. Da. Okay. Die letzten Sekunden sind gezählt. Es gibt auch Bowling und richtig gut. Faustdach drauf. Alter. Nein. 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 Bam. Voll gegen Schiff. Passiert. Aha. Rekord 13. Rekord 92. Oha. Gut. Ende. Oh ja. Yeah. Enden. Also, das war's für diesen Part. Resports. Resorts. Part 1. Ich werde übrigens immer anstatt Part 1 schreiben, zum Beispiel jetzt Resports Resorts 1. Also, das heißt dann immer der Part 1, ne? Also 1, 2, Part 1 und Part 2. Ne, also versteht ihr? Ich hoffe schon. Und ja. Ja, also dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao.